Hallo ihr Lieben, ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid. Seid alle ganz herzlich gegrüßt hier auf diesem YouTube-Kanal Himmlische Kinder, Engel Christiane und Engel William. Ich bin Engel Christiane und ich bin die Enkeltochter von Gottvater und im himmlischen Recht die Tochter von Jesus Christus, seinem Sohn. Ich bin der zweite von insgesamt 6 Erdenengel in Menschengestalt, die von Gottvater auf die Erde abgesandt wurden, um hier auf YouTube für ihn sein Wort zu verkünden. Meine Aufgabe ist es, die Menschen auf dem Weg zu meinem Großvater zu begleiten und zu unterstützen und euch so zurück in den göttlichen Ursprung, nämlich das wahrhaftige Sein und damit auch in ein glückliches, erfülltes und freies Leben zurückzuführen. Ich bin auch spirituelle Heilerin, Kartenlegerin sowie auch Persönlichkeits- und Bewusstseinsmentorin. Wer möchte von euch, kann sich auf seinem Weg mit Reiki, einer persönlichen Kartenlegung oder auch einem persönlichen Coaching unterstützen lassen, wodurch jeder in seiner persönlichen Entwicklung schneller voran und damit auch in der vollständigen Heilung schneller ankommt. Die für meine heutige Legung verwendeten Kartendecks sowie meine E-Mail-Adresse, Homepage und so weiter findest du in der Infobox. Wenn du also rechts neben dem Videonamen oder etwas unterhalb auf dieses kleine Wörtchen mehr klickst, dann geht diese Infobox auf, wo du alles ersehen kannst. Auch findest du hier auf diesem YouTube-Kanal kostenlose Podcasts, die Erzengel Heike mit meinem Großvater erstellt und erarbeitet hat. Und an dieser Stelle rate ich jedem Einzelnen von euch in seinem eigenen Interesse dringend an, sich all diese Podcasts auch anzuschauen, sie ernst zu nehmen und sie auch umzusetzen. Auf diesem Kanal findest du auch kostenlose Kollektivlegungen über die Zwillingsseelenverbindung. Doch eine kollektive Legung kann niemals eine persönliche Legung ersetzen, weil in einer persönlichen Legung deine Energie eingefangen wird. Du erhältst in einer persönlichen Legung auch zusätzliche Botschaften von meinem Großvater für dich, die du in einer kollektiven Legung eben nicht erhalten kannst und wirst. Wichtig ist bei einer kollektiven Legung, dass du dir nichts passend machst, was nicht passend für dich ist. Deshalb spüre und fühle immer gut in dich hinein, was sich für dich richtig und stimmig anfühlt. Das kann ein Wort, ein Satz, ein kleinerer Teil der Legung sein, auch ein größerer, auch die ganze Legung. Es ist aber auch möglich, dass du mit dieser Legung gar nicht resümierst. Und beim nächsten Mal ist das vielleicht schon wieder ganz anders. Allein aufgrund dieser Tatsache ist eine persönliche Legung immer besser für dich. Rede dir nichts schön und leugne nichts weg, denn damit würdest du nur dir selber schaden. Du blockierst dich dann dadurch in deiner Entwicklung und schlimmstenfalls kommst du vollständig zum Stillstand, was fatal wäre für dich. Personenkarten sind in einer kollektiven Legung geschlechterneutral. Das heißt, wenn ein König fällt, kann das auch eine Frau darstellen und umgekehrt. Meine Videos sind alle zeitlos und sie haben immer dann Bedeutung für dich, wenn du ein Video von mir angeklickt hast oder wenn dich ein Video von mir gefunden hat. Ich deute die Karten nach der Bedeutung der einzelnen Karte, aber nicht ausschließlich, sondern ich erhalte während der Legung auch Botschaften von meinem Großvater, die ich ebenfalls ausspreche und auch genau so, wie ich sie reinbekomme. Also auch in der Tonart, die ich von meinem Großvater mitbekomme.
Ich sage dies als Vorwarnung, denn mein Großvater ist nicht nur lieb und gütig, sondern er kann sehr wohl auch sehr bestimmt, sehr böse und auch sehr wütend werden. Und das ist immer dann, wenn ein Mensch sich gegen seinen Willen und somit auch gegen den eigenen Seelenplan stellt. Denn im Leben läuft alles nach diesem Seelenplan des Menschen, der quasi das Drehbuch deines Lebens darstellt. Zufälle sind eine Illusion des Menschen, denn in Wahrheit gibt es keine Zufälle. Wenn euch mein Video, meine Legung oder mein Kanal gefällt, dann bist du immer herzlich eingeladen, diesen Kanal kostenlos zu abonnieren. Vergiss dann auch nicht, diese kleine Glocke zu drücken, denn dann wirst du automatisch von YouTube über alles Neue auf diesem Kanal informiert. Ich freue mich auch immer über ein Like oder auch einen Kommentar von dir, kostenlos, als Zeichen deiner Wertschätzung mir und meiner Arbeit, aber auch als Zeichen deiner Wertschätzung meinem Großvater gegenüber. So, und nun möchte ich ja heute zur heutigen Legung kommen. Ich werde hier etwas Platz schaffen. Und dann gehe ich heute mit den Orakelkarten in die Legung. Alles ist mit meinem Großvater abgesprochen. Großvater, welche Botschaften müssen dem Kollektiv hier heute gesagt werden? Was sollte unbedingt ausgesprochen werden? Großvater, was ist wichtig? Noch ein paar Karten, Großvater. Ja. Dann muss ich noch mal wischen. Da war ich mir jetzt nicht sicher, welche Karte hier folgen soll. Welche Karte soll hier in der Mitte zentral folgen? So, das war jetzt klar. Ich musste mir sicher sein, dass das auch die richtigen Karten sind. Das könnt ihr sicher verstehen. Großvater, drei Karten hätte ich gerne noch. So, eine klare Aussage heute. Ui. Ja. Ja. So, die anderen werde ich hier als Klärungskarte zur Seite legen. Praktisch noch zur Vervollständigung hier dieser unteren Reihe. Ja, jetzt muss ich gleich noch mal eben reinspüren, wie ich das immer mache oder ob das ganze Legebild noch mal hier ergänzt werden soll. Ja, gib mir jetzt einen kleinen Augenblick Zeit und ich muss jetzt gerade noch mal eben hier abklären. So, ihr Lieben, also ich lasse das so liegen hier, die Zusatzkarten, die sich hier tatsächlich auch für das Ende der Legung beziehen. Und ich möchte euch gerade einmal die zugrunde liegende Energie für heute zeigen. Wir haben also hier den Schutz des Universums für all das, was derzeit in eurem Leben geschieht,
was sich jetzt hier zeigt und was ich da zunehmen werde. Also, was ist hier ganz zentral, was ich hier zentral liegen habe, da handelt es sich um, wie soll ich sagen, es sind wichtige Lernthemen in deinem Leben zurzeit dran. Es ist eine wichtige Phase in deinem Leben, weil sich dir schicksalhafte Lernaufgaben zeigen. Ja, und wenn man im Positiven auch konflikthafte und für dich sich negativ darstellende Konflikte zeigen, dann soll das trotzdem zeigen auch, Entschuldigung, dass diese Phase hier für dich sehr, sehr wichtig ist und dass du durch diese Lernaufgabe dich weiterentwickeln möchtest. Du möchtest in ein gesundes Wachstum kommen. Du möchtest dich hochentwickeln, höher in deinem Geistigen so sein. Du möchtest wachsen. Und dazu dienen diese Lernaufgaben, die sich hier darstellen und auf die ich jetzt eingehen möchte. Es scheint sich, weil ich das hier ganz auch zentral als Thema anfangs liegen habe, um irgendeinen Vertrag, eine Verbindung gehen. Ja, ich habe hier die Ringe liegen, aber ich möchte zuerst einmal ganz allgemein darauf eingehen. Also es ist ein Vertrag, eine Verbindung, die in deinem Leben besteht, die dir, also ein Teil dieser Aufgabe ist es, dass du dich aus einer Krankheit, aus etwas, was dir nicht gut tut, was sich sehr negativ für dich darstellt, im Moment, dass du dich daraus entwickeln sollst. Und das hat etwas mit einer Verbindung zu tun. Irgendeine, entweder vertragliche Vereinung, vertragliche Vereinbarung wollte ich sagen. Ja. Und das Ganze stellt sich ja so dar, hier gibt es zwei Dinge in deinem Leben. Und dieser Vertrag, eine Möglichkeit davon ist, die hier aber liegt, ja, die so ist, stellt sich für dich als so negativ dar, dass du schon krank daran geworden bist, dass du dich oft erschöpft fühlst und dass du auch immer wieder in den Rückzug gegangen bist, dass du vielleicht das Gefühl hattest, über diese negative Verbindung dich wie in einem Labyrinth zu fühlen, dass du teilweise nicht mehr wusstest, wie es weitergeht, manchmal nicht mehr zu wissen, wie ich mich daraus entwickeln soll, weil es auch immer wieder viele Möglichkeiten für dich gab, Alternativen, die sich dargestellt haben, und du bist auf der Suche nach einer Entscheidung aus Möglichkeiten und du möchtest deinen Weg finden, der dich weiterentwickeln lässt, der dir ein gesundes Wachstum bringt. Und du sollst auch alle Hoffnung und Zuversicht und Vertrauen in diese zwei Arten, so jetzt habe ich das richtige Wort, zwei Arten von Verbindungen hier reinlegen. Ja, Vertrauen und Hoffnung und Zuversicht in diese zwei Arten von Verbindung. Und das eine stellt sich hier, die eine Art dieser Verbindung stellt sich hier negativ dar, weil sie dich krank macht.
Und weil du bisher immer nach Möglichkeiten gesucht hast, auf dem Weg warst und dich aus diesem stillstehenden, erschöpfenden Zustand auch befreien wolltest. Ich habe hier in Bezug auf deine Krankheit, deine Erschöpfung, diese vielen Möglichkeiten, sich aus einer Situation herauszuentwickeln, die sich, also die Situation, in die eine Herrscherin involviert ist. Und ich beschreibe euch einmal die Energie dieser Herrscherin. Das kann eine ältere Frau sein. Es ist auch eine, wie gesagt, sehr große Angelegenheit, etwas, was dich sehr tangiert, was sehr wichtig ist, diese Entwicklung und Herausentwicklung aus dieser negativen Situation. Es kann auch eine Mutter darstellen. Es ist möglich, dass diese negative Situation schon sehr lange besteht. Also spürt mal rein, eine ältere Frau, ältere Dame oder auch eure Mutter ist in diese krankmachende Situation, in der ihr verwickelt seid, ja, involviert. Und es sind aber auch zumindest noch eine weitere Person, das habe ich hier durch die Zusatzkarten, befinden sich in diesem negativen Umfeld. Und da kann es sich um einen Ex-Freund handeln, ein gleichaltriger Mann, auch ein Bruder, ein Onkel. Und du fühlst dich auf irgendeine Art und Weise durch diese männliche Person, die auch existiert in deinem Umfeld, bedrängt. Ja, da scheinst du irgendwelche Energien immer wieder zu spüren, die von dieser männlichen Person ausgeht, die dich bedrängen, bedrohen. Eine Person, die sich auch nicht so zeigt, wie sie ist. Eine Person, die oft Masken trägt, ja, die sich nicht in die Karten schauen lässt, die sich nicht in die Seele blicken lässt, die im Hinterkopf eine Motivation hat, die euch nicht gut tut. Die Motivation, und zwar geht es da um beide Personen, die Motivation dieses Umfeldes ist sehr negativ, weil diese Personen an sich denken. Diese Personen handeln in ihrem eigenen Interesse, unterliegen ihrem Ego. Und es mag auch sein, ich habe hier auch die Verletzung liegen, dass durch eine der Personen oder auch durch beide ihr auch auf irgendeine Art und Weise verletzt worden seid. Das kann gefühlsmäßig sein. Das können aber auch Dinge sein, die euch immer wieder in ein, die, also die schrecklich für euch waren, die immer wieder auftauchen, euch immer wieder in Unruhe und Nervosität versetzen, der nicht gesund ist, ja, ein Zustand, der sich für euch nicht gesund darstellt. Und es ist höchste Zeit, ja,
hier aus diesem entweder Stillstand oder Rückzug herauszukommen, weil euch diese ganze Situation so lähmt und krank macht. Ihr müsst etwas tun. Ihr müsst unbedingt etwas tun, aus eurer Unentschlossenheit herauskommen. Ihr dürft das nicht mehr unbekümmert so hinnehmen, unbekümmert in dem Sinne, als dass ihr euch nicht drum kümmert. Ja, es ist wichtig hier die Verantwortung für euch zu übernehmen, diesen Menschen in eurem Umfeld, die euch krank machen, die negativ auf euch einwirken, Einhalt zu gebieten. Und sich aus dieser Verbindung, es scheint irgendeine Art von Verbindung, Vertrag, wie ich eingangs beschrieben habe, hier zu bestehen und sich daraus zu lösen. Sich aus diesem Umfeld zu lösen, was euch krank macht, das loszulassen und sich daraus zu befreien. Kummer und Sorgen, ja, kommt mir rein. Und das ist kein Dauerzustand und das kann sicher jeder von euch bestätigen, dass man in so einem Zustand, in einem Umfeld, was einen so behandelt, sage ich auch mal, dass man da raus muss. Und es ist allerhöchste Zeit. Ihr seid und werdet gewarnt. Diese krankmachenden Signale jetzt zu sehen und etwas jetzt zu unternehmen, bevor es zu spät sein könnte. Auf irgendeine Art und Weise bekomme ich rein, könnte etwas zu spät sein, wenn ihr euch nicht aus dieser krankmachenden Situation, negativen Situation befreit. Wenn ihr nicht einen Befreiungsschlag durchführt, soll ich euch sagen. Ja, hier ist ein Befreiungsschlag notwendig. Ihr sollt euch auch aus Themen befreien, wo ihr vielleicht das Gefühl habt, dass ihr euch schuldig fühlt, auf irgendeine Art und Weise diesen Personen gegenüber. Das mögen, ich weiß es nicht, das mögen alte Geschichten, alte Vorkommnisse gewesen sein, die euch das Gefühl gegeben haben, dass ihr nicht das Richtige vielleicht getan habt oder euch die Hände gebunden waren und ihr nicht so handeln konntet, wie ihr wolltet. Und dass so, wie ihr vielleicht gehandelt habt, es sich für euch als eine Schuld darstellt. Ja. Und es sei euch gesagt, es ist jetzt dran, das Thema. Es ist allerhöchste Eisenbahn. Und ihr sollt aber hoffnungsfroh und zuversichtlich sein. Ja, ich hatte ja eben die Karte des Universums als zugrunde liegende Energie, dass ihr jederzeit bei jeglichem Schritt, den ihr jetzt geht, um euch aus dieser negativen Situation herauszuentwickeln, dass ihr beschützt werdet. Ja, das Ganze ist Schicksal, ja, hatte ich ja schon eben gesagt, zeigt sich hier auch durch das Rad des Schicksals an. Es ist Schicksal, was euch geschehen ist, weil ihr daran lernen wolltet, weil ihr genau das lernen wolltet, was jetzt dran ist, als Thema durchzuführen. Ja, nämlich in die gesunde Entwicklung aus der Verwicklung mit diesem Umfeld zu kommen. Und ihr seid beschützt und ihr habt die göttliche Führung jeden Tag an eurer Seite. Die Engel, das Universum begleiten euch.
und geben euch auch klare Botschaften durch eure Intuition. Wenn ihr mal nicht mehr weiter wisst, wenn ihr nicht wisst, wie ihr, welche zum Beispiel, welcher der nächste Schritt ist, den ihr hier tun sollt, weil ihr müsst den ersten Schritt jetzt gehen. Ihr müsst hier aus dieser Situation heraus, wo ihr euch gefangen fühlt, gefangen im Äußeren, aber auch gefangen in sich selber, dass ihr euch einredet, vielleicht auch über eure Gedanken, dass ihr keine Möglichkeit habt, da rauszukommen. Aber das ist eine Illusion, soll ich euch sagen. Es ist eine Illusion zu glauben, dass ihr hier aus dieser Situation nicht raus könnt. Weil ihr habt alle Anlagen und Fähigkeiten. Ihr habt auch den Schlüssel in der Hand, dieses jetzt in Gang zu setzen. Ich habe den Schlüssel hier liegen und ihr sollt die Initiative ergreifen. Ihr sollt, ich kriege gerade rein, euch in Sicherheit bringen. Ihr sollt euch in Sicherheit bringen, raus aus dieser Situation, durch einen Befreiungsschlag. Und was euch auch zur Verfügung steht, ja, das Universum ist immer für euch da. Auch Gottvater steht euch zur Verfügung. Aber hier zeigt sich auch etwas im realen, manifesten Leben. Denn ihr habt hier auch einen ganz besonderen Freund an eurer Seite oder eine Freundin. Eine Person, die euch treu ist, die euch in Treue und Loyalität verbunden ist. Ja, das wird hier auch durch den, und das ist eben diese zweite Alternative, dieses die zweite Art dieses Vertrages. Einmal der Vertrag zu diesen negativen Personen und zum anderen auch eine sehr positive Verbindung, die hier durch die Ringe auch dargestellt wird. Eine positive Verbindung zu einer Person, der du dein Vertrauen schenkst, wo du genau weißt, dieser Person kann ich blind vertrauen. Die ist, das ist eine Person, die loyal ist. Und diese Person ist euer wahrer Schatz, zeigt sich als wahrer Schatz. Durch diese Person, ja, die in einer Verbindung, einer positiven Verbindung sich hier zeigt. Und der Hund kann auch einen Seelenpartner bedeuten, ja, das ist immer noch neben einem guten Freund, einer guten Freundin, auch eine Möglichkeit, dass es einen Seelenpartner gibt in deinem Umfeld für dich, der sich für dich wie ein wahrer Schatz darstellt. Ja? Durch diese Person, die positive Person, kannst du dich entwickeln. Du wirst also in deiner Entwicklung unterstützt, auch getragen, weil du diese Person auch immer kontaktieren kannst. Oder ja, das also stellt sich jetzt gerade so dar, dass diese Person in deinem Leben ist. Und dann gehe ich im Moment davon aus, dass du sie auch kontaktieren kannst. Das, was in dir ist, kannst du, also dein positiver Seelenanteil, der sich hier entwickeln möchte, den kannst du vergrößern, vermehren durch diese Person. Es kann auch sein, dass diese Person dir auch in finanziellen Angelegenheiten Unterstützung gibt oder anbietet. Wenn es hier um tatsächlich
materielle Dinge geht. Auch vielleicht um dein Eigentum oder wie du auch finanzielles vermehren kannst. Ja, das scheint sich also auf jeden Fall hier ein sehr guter Ratgeber auch darzustellen. Freund, Ratgeber, Seelenpartner. Und diese Person ist auch dein Schicksal. Der gehört zu dieser Situation dazu. Das ist praktisch die parallele Situation zu der negativen Situation. Ja, also gerade auch durch das Universum und diese Person werden dir immer wieder auch Möglichkeiten gezeigt für deine weitere Vorgehensweise, um dich aus diesem krankmachenden Zustand hier zu befreien. Ja, von dieser männlichen Person und von dieser älteren weiblichen Person. Und diese ganze Angelegenheit, glaube ich, habe es gerade schon gesagt, das kann auch schon sehr lange währen. Das kann schon eine alte Problematik sein. Und wenn es sich um die Person der Mutter handelt, dieses negative Umfeld, dann liegt hier sehr wohl auch eine Verletzung bereits schon in deiner Kindheit. Ja, dann würde sich praktisch durch eine Mutter auch ein Kindheitsthema anzeigen hier, dass du jetzt auch bearbeiten solltest, wo du dich weiter und herausentwickeln solltest, um hier auch in deine Heilung zu kommen. So, jetzt denke ich, dass ich erstmal das Wichtigste angesprochen habe. Ja, nee, das muss ich hier anders machen. Großvater, was sollte hier noch hinzugefügt werden? Was ist noch wichtig zu sagen? Was ist heute hier dem Kollektiv noch gegenüber auszusprechen? Ja. So, jetzt war diese Karte, glaube ich, zuerst gefallen. Ja, also auf den Vertrag, auf den negativen Vertrag, ja, dieser negative, krankmachende Vertrag, fällt hier auch nochmal der Sarg, ja, was nochmal unterstützt, was ich eben gesagt habe, dass hier auf jeden Fall und unerlässlich ist, dass hier etwas beendet werden soll, etwas Negatives beendet werden soll, dass diese Personen, die sich hier dargestellt haben, dass du dich von denen verabschieden musst, das gehört zu deiner Entwicklung dazu. Das ist jetzt deine Lernaufgabe, sich von diesem Alten, was dir nicht mehr dienlich ist, was dir nicht gut tut, loszulassen. Denn ein neuer Kreislauf will beginnen. Und der neue Kreislauf, der bezieht sich auf deinen Schatz, auf diese positive Person, die ich eben beschrieben habe. Da soll der neue Kreislauf beginnen, eine neue, positive, schöne Lebensphase, die soll jetzt hier beginnen. Aber das geht einher mit der Verabschiedung dieses alten Umfeldes. Das Ganze kann auch, ja, diese Personen, die ich eben beschrieben habe, die können etwas mit dem öffentlichen Recht zu tun haben. Die können etwas mit einer Behörde zu tun haben. Es ist irgendeine Angelegenheit, die sich auch, ja, die, also eine Angelegenheit, die sich um diese Personen rankt, die sich vielleicht auch in der Öffentlichkeit abspielen mag.
Ich habe hier noch von der Personenanzahl her erhöht sich das noch auf 3 Personen. Also es mag auch noch eine weitere Person geben, die hier involviert ist. Es ist irgendwie eine sehr negative Situation mit diesen Personen, die ich beschrieben habe, die in der Öffentlichkeit sich abspielt. Vielleicht kommt auch irgendeine Nachricht von einer Behörde, von einem Amt. Vielleicht wird jetzt auch irgendetwas öffentlich gemacht. Schaut einmal, horcht mal rein, spürt mal rein, wo euch das betrifft. Ich habe hier aber auch wieder diese positiven Karten, ja, also diese Strenge in eurem Leben. Nicht, also ein Schicksalsstrang, ein Schicksalsweg, meinte ich. Ja? Dieser alte, der abgeschlossen werden soll, und der neue, der hier schon liegt, der schon da ist und der sich jetzt hier positiv weiter auch entwickeln soll. Und zu diesem schönen, positiven, mit dieser Person, mit der ihr euch auch, ja, vielleicht ist es ein Seelenpartner, mit der ihr auch in Liebe verbunden seid, ja, mit Liebe, also in Liebesgefühlen. Da soll ich euch sagen, das geht sehr positiv aus. Es geht positiv aus. Und ich bekomme gerade rein, all das geht positiv aus. Auch das, was ihr jetzt hier zu lernen habt, was ihr hier zu bewältigen habt, was euch schon lange Kopfzerbrechen macht, was euch schon Kummer und Sorgen und gebracht hat, das geht auch gut aus. Ihr werdet auf jeden Fall hier im Laufe dieses Prozesses durch das Loslassen in eure Sonnenkraft kommen. Denn da soll es hingehen. Ihr sollt in eure Mitte finden. Ihr sollt durch diese Lernaufgabe, ja, durch das, was ihr jetzt hier veranlasst in dieser negativen Situation, sollt ihr eure Authentizität unter Beweis stellen. Wie authentisch bist du? Ja, das heißt, deine inneren Werte, deine ureigenen Anlagen, dein Potenzial wird jetzt hier unter Beweis gestellt. Das soll jetzt strahlen, das soll aufleuchten. Dein Mut, deine Kraft, die du jetzt in die Hand nehmen musst, weil du jetzt die Verantwortung übernehmen sollst, dieses zu Ende zu bringen, das Negative. Und ich soll euch sagen, ihr werdet erfolgreich sein. Und ihr werdet die Anerkennung bekommen, die ihr verdient. Weil ihr seid es wert, geliebt und geschätzt zu werden. Ja, und diese positive Person in eurem Leben, die liebt und wertschätzt euch auch. Die sieht schon immer und schon lange den ureigensten Wert, euer Potenzial, was ihr habt. Und diese Person, die liebt euch so, wie ihr seid. Ich bekomme gerade rein, egal was in der Vergangenheit gewesen ist, ja, egal welche Situation, ich hatte auch eben von Schuld gesprochen, woraus man sich auch befreien soll, egal was war in der Vergangenheit, alle alten Vorkommnisse, die ja so sein sollten und die euch in diese Situation hineingebracht haben, die euch nicht gut tut und aus der ihr euch befreien sollt. Das sollte so sein. Und diese Person, die euch in Loyalität und vielleicht auch in Seelenliebe verbunden ist, die weiß das.
Und die wird immer an eurer Seite stehen. Und die wird euch immer unterstützen. Und euch auch unterstützen, euer Potenzial zu vermehren. In euren Mut und in eure Kraft zu kommen, die ihr jetzt braucht, um diese Situation zu bewältigen. Ihr werdet erfolgreich sein und ihr werdet Anerkennung bekommen. Und ihr werdet auch öffentliche Anerkennung bekommen in der Gesellschaft. Ja, Ansehen und Anerkennung. Durch das, was ihr durch die Loslösung, durch die Verabschiedung des Alten, nicht mehr Dienlichen, bewirkt. Ihr schafft das. Der Erfolg liegt hier. Und ihr habt, wie gesagt, die Unterstützung des Universums. Alle Engel sind an eurer Seite. Jeden Tag unerlässlich. Und diese Person steht euch zur Seite, die, wie ich schon eben sagte, für euch ein wahrer Schatz bedeutet. Und es hat auch etwas mit dem Finanziellen zu tun. Ihr werdet in euer emotionales Glück kommen. Das sei euch gewiss. Ja, die Sonne steht, das ist eine sehr hohe Kraft und Siegesenergie. Die höchste Karte im Tarot auch, als Glückskarte. Ihr werdet in diese Kraft kommen. Und ihr werdet erfolgreich sein in dieser Liebesangelegenheit, in dieser Beziehung oder durch die Beziehung erfolgreich sein und auch oder mit dieser Seelenpartnerschaft. Ja, es sind immer mehrere Möglichkeiten und ich versuche euch die Möglichkeiten aufzuzeigen, wo ihr schauen müsst, wo ihr euch mit identifizieren könnt. Auch finanzielle Angelegenheiten, wenn die vielleicht zurzeit nicht in deinem Leben so sind, wie du dir das wünschst, oder auch da Verluste sich darstellen, das wird sich zum Positiven entwickeln. Du wirst zu Wohlstand kommen, das, was du hast, vermehren können, du wirst zugewinnen. Und das Positive, was bereits in deinem Leben ist, ist der größte Schatz, den du dir vorstellen kannst. Was sollte man noch ausgesprochen haben? Was muss noch gesagt werden, Großvater? Ja, gibt es noch etwas hinzuzufügen? Ja. Mal schauen. Ja, ihr sollt fleißig sein. Ihr sollt euch damit jetzt beschäftigen. Unbedingt. Diese krankmachende Situation loszulassen, das zum Ende zu bringen. Ich muss gerade nochmal einen Schluck trinken. So, jetzt habe ich aber noch ein paar weitere Situationen. Also bleibe dabei, dich mit deinem Inneren, ne, wenn es sich um eine innere Problematik handelt, und auch die Möglichkeiten, die sich bisher dir geboten haben, zu nehmen, um vorwärts zu gehen, um in die Verantwortung zu kommen für dich selber. Und ich habe noch Informationen zu den Personen, ja, dieses Umfeld, weil ich habe ja gesagt, hier ist eine ältere weibliche Person, da ist eine gleichaltrige männliche Person, die euch bekämpft, auch Bruder oder Onkel, habe ich gesagt. Dann habe ich eben zu der sich öffentlich darstellenden Situation
gesagt, dass da auch drei weitere Personen da noch sein könnten. Zudem, und hier habe ich jetzt tatsächlich zwei weitere Personen, die sich als Zwillinge darstellen könnten. Die Anzahl 2 ist wichtig, die Zahl 2. Es kann sich aber auch um die zweite Tochter oder den zweiten Sohn handeln. Oder das mittlere Kind. Zwillinge, Anzahl 2. Zweite Tochter, zweiter Sohn. Und noch eine weitere Person, also ich lege die mal hier hin, nicht auf den Schatz, sondern der Schatz, ich lege mal die Personen hier zusammen. Da scheint es noch eine Geliebte zu geben in deinem Leben. Eine Person, die zu diesem negativen Umfeld gehört. Die mag sich dir als Freundin darstellen, eine gleichalte Frau sein, also so alt wie du. Es kann eine Geliebte sein, vielleicht auch ein Geliebter. Aber sie stellt sich hier eher weiblich dar. Schaut mal. Ja, kann auch ein Ex-Partner sein. Kann auch jemand sein, der vielleicht noch in eurem Leben ist, aber sich als Ex-Partner darstellt. Beziehungsweise als Ex-Partnerin. Schaut mal nach. Das sind die Personen, die es nicht gut mit euch meinen und die auf irgendeine Art und Weise in diese euch bedrohende auch Situation involviert sind und die auch immer versuchen, auf ihre eigene Art und Weise gegen euch anzukämpfen, die auch euren Wert nicht sehen, die euch nicht zu schätzen wissen, die vielleicht über euer So-Sein und über das, wie ihr euch zeigt, auch ankämpft. Ja, die das gar nicht sehen kann und sehen will, welch positives Potenzial in euch steckt. Das tun diese ganzen Personen nicht. Die sind da alle gar nicht zu veranlagt, dich zu sehen in deinem wunderbaren So-Sein. Du sollst aber, weil ich hatte ja hier eben auch den Schlüssel liegen zur Lösung dieser Situation, ja, du sollst etwas in Gang setzen, du sollst ja die Initiative ergreifen, du sollst etwas sicher machen und du sollst auch selber in deinem Inneren in die Sicherheit kommen, ja, weil du hast den großen Wunsch nach Liebe und Frieden und Harmonie, nach all dem, was dich hier so negativ bewegt hat in der Vergangenheit bis heute. Möchtest du endlich ein sicheres, festes Fundament in dir selber finden? Ja, du möchtest in dir selber ankommen, dich selber in deinem ganzen Potenzial sehen und spüren, ja, das heißt in seine innere Mitte kommen, aber du möchtest auch mit dieser anderen Person, die sich vielleicht noch als Freund oder Freundin darstellt oder auch schon ganz klar euer Seelenpartner ist, mit der aber auf jeden Fall eine positive Beziehung ist, ja. Ob ihr verheiratet seid schon in dieser neuen Beziehung, mag dahingestellt sein. Eine Heirat mag möglich sein in Zukunft, ja, liegt hier eigentlich schon. Sehr positiv. Also da ist noch ganz viel Wachstum in dieser positiven Beziehung, die in eurem Leben ist. Und mit dieser Person wollt ihr auch ein neues Fundament aufbauen. Ihr wollt ankommen. Ihr wollt am Ziel ankommen. Ihr wollt in eurem Glück und ihr wollt in der Liebe ankommen. Und du sollst auch wissen, dass du bei deinem Freund, deiner Freundin immer willkommen bist. Das soll dir hier mit dieser Botschaft gesagt sein. Du wirst immer einen Platz an der Seite
dieses Freundes und dieser Freundin haben, dieser Person. Du hast da einen Platz in dem Herzen der Person, und diese Person wird dir auch immer, egal was passiert, einen Platz neben sich einräumen. Das soll ich sagen. Für das Vorwärtskommen ist es aber jetzt noch wichtig, dass ich noch anfüge, dass du dich öffnen sollst den Botschaften des Universums, die kommen, weil du auf irgendeine Art und Weise noch etwas erfahren sollst. Dem einen oder anderen von euch mögen noch Informationen fehlen, noch irgendein Verständnis zu etwas, was euch noch fehlt. Also ihr sollt euch kümmern um Informationen. Ihr sollt euch Informationen reinholen. Ihr sollt euer Wissen erweitern. Und ihr sollt Weisheit erlangen durch die Botschaften des Universums, da auch in die Klarheit zu kommen, auch eure Hoffnung zu nähren, eure Zuversicht zu nähren, ja, die ist schon da, aber die soll genährt werden durch weitere Informationen, die noch wichtig sind für euch. Und ihr sollt auf jeden Fall auch in die Begegnung kommen mit, also ihr sollt diese Person kontaktieren. Ihr sollt eine Verabredung treffen mit der positiven Person in eurem Leben, die euch hilft, die euch unterstützt. Ihr sollt sie besuchen oder einen Besuch arrangieren, jetzt in wenigen Stunden oder Tagen. In den Kontakt kommen, das ist ganz, ganz wichtig. Ihr sollt euch öffnen. Ihr sollt euch öffnen für diese Möglichkeit, falls ihr gerade noch nicht mit dieser Person im Kontakt seid. Also für diejenigen von euch, die noch nicht oder nicht regelmäßig oder zu wenig mit dieser, freundlichen, liebevollen Person, in der ihr auch in Liebe verbunden seid. Wenn ihr zu wenig Kontakt habt, sollt ihr diese Begegnung herbeiführen. Ganz wichtig. Das scheint ein Schlüssel zu sein. Der Schlüssel der Kommunikation, hier weiteren Fortschritt zu erlangen. Ja? Was nicht heißen soll, dass ihr nicht schon Schritte gehen sollt. Aber ihr werdet bei jedem Schritt weitere Informationen bekommen, ja, über die Begegnung, die hier angezeigt ist. Weiteres Wissen erlangen, ja, die gehört hier drauf. Und auch Wissen und Informationen, die noch reinkommen sollen, das sollte ich euch auch noch sagen, über diese Herrscherin, über die ältere Frau, die sich auch als Mutter darstellen kann. Über diese Person und dieses Umfeld kommen auch jetzt noch Informationen, die sehr, sehr wichtig sind. Gut. Großvater, gibt es hier noch irgendetwas, was noch gesagt werden sollte? Noch irgendetwas wichtig? Ja. Ja, das ist jetzt zu viel, aber die anderen Karten nehme ich. Ja, ihr sollt unbedingt aus eurem Negativen so sein, in dem ihr euch gerade befindet, rauskommen. Das ist das Allerwichtigste. Ihr sollt euch positiv ausrichten. Ihr sollt wissen, okay, ich habe hier eine schwere Lernaufgabe. Die stellt sich wirklich als schwierig dar, weil ja mehrere Personen in eurem Umfeld sind. Aber ich habe Unterstützung, ich habe Hilfe an meiner Seite. Und die Hilfe, die ihr habt, ist sehr, sehr stark. Also kommt raus aus dem Festsitzen, Feststecken, kommt raus aus euren negativen Illusionen,
aus dem Gefühl, ich kann nicht und ich will nicht, weil das so schwer ist, sondern seht klar, dass das jetzt hier eine notwendige Aufgabe ist, die ihr jetzt lösen müsst. Dieser Konflikt muss bereinigt werden, indem ihr das loslasst. Das Loslassen, das Beenden des Alten, die Trennung von diesen Personen ist die Lösung. Und ja, ihr sollt unbedingt aus eurer blockierten Haltung herauskommen, aus eurer blockierten Denkhaltung, aus dem sich immer wieder einschränkenden Denken, ich kann nicht, es ist alles zu schwierig, ich weiß nicht. Hier sind schon längst Informationen unterwegs und ihr wisst, ihr habt den Schlüssel in der Hand, das wisst ihr schon. Also lasst euch nicht länger aufhalten und blockieren, weder aus inneren Blockaden heraus, dass ihr euch innerlich gehemmt fühlt, da aus diesem Gedankenmodell herauszukommen und sich frei machen für die Botschaften und auch für das glückliche Gefühl, nämlich unterstützt und gestärkt zu werden, ja, sich für das Positive zu öffnen. Es stellt sich hier auch noch etwas weiteres als Geschenk dar. Ja, ich habe das jetzt so verstanden, dass hier auch eine erste Tochter, ja, etwas Neues, was sich um die erste Tochter rankt, eine Neuigkeit, ja, dass sich dieses für euch wie ein Geschenk darstellt auch. Dass euch dadurch irgendetwas gegeben wird, dass auch eine Versöhnung mit einer ersten Tochter von dir, schau mal, ja, ob es in deinem Leben eine erste Tochter gibt. Also es gilt nur für diejenigen, die eine erste Tochter haben, ja, eine Art Prinzessin. Und da scheint es um eine Versöhnung zu gehen. Und in dieser oder und in dieser Angelegenheit bekommt ihr auch Hilfe, bekommt ihr Unterstützung. Aber diese Tochter, die erste, die ist natürlich und natürlicherweise für euch auch immer wie ein Geschenk gewesen. Aber da kommt etwas, was jetzt großzügig geteilt wird, was eine Versöhnung, sich wie eine Versöhnung zeigen könnte. Irgendeine Hilfe und eine Unterstützung. Schaut mal, wie sich das euch zeigt. Und das wird euch auch helfen, aus Kummer und Sorgen euch zu befreien. Ja, irgendetwas, ja, und wie gesagt, wenn es keine Person darstellt in eurem Leben, für all diejenigen von euch, die keine erste Tochter haben, wird es etwas Neues sein, etwas Neues, was kommt, etwas Neues, was sich wie ein Geschenk darstellt. Ja, auch diese positive Person, diese Seelenbeziehung stellte sich auch schon wie ein Geschenk dar. Aber das rankt sich jetzt hier um etwas Neues. Etwas Neues kommt, was sehr, sehr positiv für dich ist. Und was dir auch Frieden schenken wird, was dich in eine Art Versöhnung kommen lässt. Ja, wenn es nicht ein Kind ist, die erste Tochter, dann ist es etwas Neues, was sich so darstellt, was sehr positiv für dich ist. So, und jetzt würde ich gerne in die Botschaften gehen von Kurt Tepperwein, der noch zu dem inneren Kind etwas sagen möchte. Großvater, welche Botschaften sollten dem Kollektiv hier heute noch gegeben werden, was muss noch ausgesprochen werden?
noch das Richtige zu sagen. Mein inneres Kind fördert meine Talente. Ich bringe meine Eigenschaften und Talente jetzt zum Ausdruck. Meine Stärken und Qualitäten sind einzigartig. Mit ihnen kann ich meine Ziele erreichen und mich auf das Ergebnis freuen. Ich erledige alles mit Genauigkeit und Freude. Mit Freude sehe ich anderen zu, wie auch sie ihr Bestes geben. Nur das Beste ist gut genug. Weiß das innere Kind und bestärkt mich in meinem Tatendrang. Also mein inneres Kind weiß, dass das Beste für mich gut genug ist. Und das bestärkt mich in meinem Tatendrang. Und mein inneres Kind trägt genau die Stärke in sich, die du jetzt brauchst. Ja? Kraft und Stärke, die Sonnenkraft in dir, dein Potenzial, alle deine Fähigkeiten, deine schöpferischen Fähigkeiten, die kennt dein inneres Kind. Denn im Herzen bist du stark. Und du sagst dir, mein inneres Kind erinnert mich daran, dass ich im Herzen stark bin. Es schenkt mir Kraft, Ausdauer und Mut und umarmt mich. Ich sage Ja zu all meinen Stärken, indem ich sie anerkenne und dankbar entgegennehme. Leben, ich komme. Ich bin bereit für all das, was du mir schenkst. Und es scheint auch wichtig für euch zu sein, zu wissen, mein inneres Kind ist auch Demut. Was auch immer ich tue es mit Hingabe. Dankbarkeit ist Demut und Demut führt mich in das Reich meiner inneren Wirklichkeit. Ich stelle meine persönlichen Belange nicht in dieser Situation, aber ansonsten hintan und folge der Stimme meines Herzens. Alle Wege führen in mein Herz. Ich wähle den Weg, der Hindernisse vermeidet und mich nicht in. Ich wähle nicht den Weg, der Hindernisse vermeidet und mich dadurch auch nicht in Sackgassen führt. Ja, also ich möchte, dass ihr das richtig versteht. Wenn wir mit Personen und Situationen zusammen sind, dann, und es soll etwas unternommen, gemacht werden, dann sollte man nicht egoistisch sein und sich immer durchsetzen, das Ego nicht auf der Zunge tragen und im Herzen tragen. Ja? Und zum Wohle aller stelle ich meine Belange auch hinten an. Das soll euch hier gesagt werden. Da bin ich auch demütig zu. Denn alles, was ich tue und für alles, wofür ich mich einsetze, tue ich auf meinem Herzensweg. Und ich habe hier einen Weg gewählt, der mir Hindernisse bietet, aber ich weiß, dass diese Hindernisse die Herausforderungen darstellen, die ich gewählt habe vor meiner Inkarnation, um genau das zu lernen, was jetzt hier als Lernthema dran ist, was hier bewältigt werden soll und muss. Großvater, was sollte noch gesagt werden zum Selbstwert? Ist noch wichtig zum Selbstwert. Ja. Dann nehme ich die Karten, die, sonst wird es zu viel für heute, die tatsächlich
vom Himmel auf die Erde gefallen sind. Und schau mal, was sie euch sagen wollen. Da habe ich den Selbstschutz. Ja, ganz wichtig, der Selbstschutz. Wir müssen uns auch immer schützen, vor allen Dingen vor negativen Energien. Ja, ich bin unangreifbar, sollst du dir sagen. Dazu lege ich eine unsichtbare Schutzhülle um meinen Körper. Ich schließe meine Augen und stelle mir einen Lichtkreis vor, in den ich mich mental hülle und in den ich eintrete. Ja, und in dieser ganzen Situation besteht der Schutz darin, Ja zu sich selber zu sagen und Nein zu irgendeinem Verhalten, irgendwelchen negativen Dingen, die mir von außen entgegenkommen. Da ganz klar dieses Halt, Stopp, und das tue ich mir nicht länger an. So, und wir sollen uns selber finden in dieser Situation. Jetzt weiß ich, dass alle Antworten in Gedanken oder durch Situationen zu mir finden werden. Ich öffne mein Herz, um die Botschaften zu verstehen. Ja, ja, wir haben vom Labyrinth gesprochen, diese Möglichkeiten, in denen du dich teilweise noch bewegst und aus denen du jetzt rauskommen sollst, und auf diese Botschaften, die zu dir kommen wollen, im Äußeren und im Inneren achten und anwenden, dadurch sich weiterentwickeln. Und ihr sollt auch selbstbestimmt sein. Ich bin mir bewusst, dass ich für ein selbstbestimmtes Leben selbst verantwortlich bin. Ich nehme mein Leben in die Hand und ich bin im Einklang mit allem Wahren, Guten und Schönen. Und im Einklang mit meinem inneren Potenzial auch. Ja, und dass ihr seid besonders schöne, liebevolle und wertvolle Menschen. Und es ist wichtig, dieses zunächst einmal selber zu sehen, um dann auch dafür eintreten zu können. Ich meistere meine Aufgaben, weil ich mir meiner selbst bewusst bin und mein Bestes gebe. Dankbar nehme ich mich selbst und das Leben vollumfänglich an. Das heißt, so wie ich bin und mit allem, was gewesen ist, nehme ich mich an. Und dann möchte ich noch fragen, Großvater, zu dem Lebensweg des Kollektiv. Ja, was ist noch wichtig zu dem Lebensweg zu sagen? Ja, war da noch eine Botschaft, die noch umgedreht hat? Nein, soll da noch etwas kommen? Gut. Und dann sind das die beiden Botschaften. Sage dir, meine Fähigkeiten, Begabung und Talente schlummern in meinem Herzen. Immer spüre ich, wie sie nach außen drängen, um sich zu verwirklichen. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um ihnen Ausdruck zu verleihen. Ich bin dankbar für meine Talente und erfülle durch sie meine Vision. Ja, da habe ich eben auch schon von gesprochen, von deinen wunderbaren, positiven Anlagen und Fähigkeiten, dein Potenzial. Und das ist jetzt hier gefordert. Das ist auch der Schlüssel, ja, dein Potenzial, auch dein logisches Denken und hier den Weg zu finden, dass du genau und klar spürst und fühlst über deine Intuition, was ja dein Potenzial auch ist, zu wissen, wie du hier weitergehst. Ja, die schlummern in meinem Herzen, es ist alles da. Wenn ich eins bin mit mir selbst, sind meine Kreativität und meine Ideen
grenzenlos. Es gibt keine Schranken außer denen, die ich mir selbst auferlege. Nur in meinen Gedanken gibt es die Angst, etwas nicht zu können. In Wirklichkeit ist alles möglich, solange ich mit mir im Reinen bin. Ja, und deswegen ist es immer wieder wichtig, da reinzuspüren und sich die Kraft und die Sicherheit, ja, das ganze Potenzial bewusst zu machen, das wahrzunehmen. Ich kann das. Und ich gebe der Angst keine Chance mehr. Die Angst ist eine Illusion. Und sie soll nur dann empfunden werden, wenn wir in einer Lernaufgabe stecken, dass wir lernen sollen, durch die Angst hindurchzugehen. Das heißt, trotz der Angst, die ich vielleicht empfinde, weiterzugehen, weiterzumachen, das zu machen, was wichtig und jetzt richtig ist, da durchzugehen. Und dadurch erlösen wir die Angst, weil die ist dann auch einmal weg. Und dann erkennen wir, dass diese Angst nur eine Illusion war und mich viel zu lange hat festhalten lassen an diesem krankmachenden Negativen. Großvater, was wollen die Engel jetzt im Kollektiv sagen? Was kommt aus dem Reich der Engel zum Kollektiv? Schon mal an die Seite legen. Hoffnung. Der Engel der Hoffnung kommt zu dir. Bleib dir und deinen Träumen treu. Dein Engel der Hoffnung ermuntert dich, in schweren Zeiten nicht aufzugeben, sondern stets an deine Herzenswünsche zu glauben. Schicke positive Gedanken in das Universum und glaube fest daran, dass sich alles zum Guten wenden wird. Ja, die Hoffnung und die Zuversicht, die hatte ich ja auch hier liegen. Hoffnung, Zuversicht, dass alles gut wird, dass sich alles in das Positive wandeln wird, dass deine Sehnsüchte und dass deine Träume wahr wären und werden. Und daran müssen wir auch glauben, das ist ganz wichtig. Der Engel des Optimismus kommt zu dir. Eine positive Einstellung zum Leben beeinflusst deine Gedanken und Handlungen. Du hast es in der Hand. Durch positives Denken kannst du dich und dein Umfeld glücklich machen. Konzentriere dich auf deine Wünsche und Ziele und gehe davon aus, dass sie in Erfüllung gehen. Gehe davon aus, dass sie in Erfüllung gehen. Dein Engel wird dich dabei stets unterstützen. Ja, aber das ist auch die Eigenarbeit. Ja, immer in Ruhe, dich in Ruhe hinzusetzen, reinzuspüren, tief durchzuatmen, die Angst und das Negative auszuatmen, Stress und Hektik auszuatmen und gehen zu lassen, ganz bewusst. Und sich dann des positiven Potenzials, was in dir ist, bewusst zu machen und in ein positives Denken zu kommen und dadurch deinen Optimismus zu unterstützen, dass wirklich, wirklich, wirklich alles gut werden wird. Und die Engel der Harmonie sagen euch, oft hilft es innezuhalten, um die innere Harmonie zu spüren. Dann kann sich eine neue Welt eröffnen und du spürst, in welch einem harmonischen Einklang dein Herz, deine Seele und alles um dich herum ist. Besinne dich auf deine innere Stimme und fühle, wie du immer ausgeglichener wirst. Dein Engel unterstützt dich dabei, dir selbst und deinem Umfeld durch Empathie näher zu kommen. Ja, und das ist genau dieses Reinspüren,
was ich gerade sagte, ja, nicht nur anderen Menschen empathisch zu erfühlen und zu erspüren, sondern vor allen Dingen und zunächst einmal mich selbst voll und ganz und in ganzer Tiefe wahrzunehmen. Der Engel der Träume sagt dir, an dich und deine Träume zu glauben, bedeutet, eine erfüllte Zukunft zu erschaffen. Wonach sehnen sich dein Herz und deine Seele? Beginne jetzt damit, deine Träume bewusst zu leben. Schenke deinem Engel das Vertrauen, dass er an deiner Seite ist und dich bei der Erfüllung deiner Wünsche unterstützt. Vertraue deinem Herzen und deinen Träumen, so können sie in Erfüllung gehen. Auf welche Art und Weise dies auch immer geschehen wird, das sollst du loslassen. Ja, mache dir keine Gedanken um das Wann, Wie, Ob, Warum, sondern gehe immer davon aus, es geschieht alles zur rechten Zeit, am richtigen Ort und auch zukünftig mit den richtigen Personen. Und es geschieht auch immer zum Wohle aller, zu deinem Wohle und auch zum Wohle der Personen, die du hier verlassen musst, weil du dich durch dein Rückzug aus dieser Situation, durch deinen Abschied, du diesen Menschen die Möglichkeit gibst, an sich zu arbeiten und sich selber auch weiterzuentwickeln, weil auch die Seelen dieser Menschen, die dich bekämpft und gehindert haben, aber diese Seelen wollen sich auch weiterentwickeln und die sollen sich auch weiterentwickeln. Und für ihre Entwicklung ist es jetzt erforderlich, dass du gehst. Das musst du wissen. Ja, schauen wir, was uns die Karten, was ich euch heute von Gilla van Delden über die Karten von Licht und Liebe noch sagen soll. Wo ist weiter? Ja, das ist dann noch eine Flasche. Oh, ja, das dürfte jetzt allerdings hier ein bisschen viel werden. Aber mal schauen. Wollen wir mal schauen. Ja, das ist wichtig. Entscheide dich für den Erfolg. Ja, erkenne in allem einen Sinn. Beachte auch immer die Signale deines Körpers. Beachte immer die Signale deines Körpers. Ja, wir haben hier eben hier von Krankheit gesprochen. Schau, dass du dir jetzt durch dein Handeln, durch dein positives Denken, was du jetzt einsetzen sollst, dich selbst gesund machst. Und schau, dass dein Körper dir, wenn da krankmachende Symptome sind, dir zeigen wollten, was nicht in Ordnung ist. Ja, an welchem Organ, an welchem Körperteil, in welcher Art und Weise ihr Symptome vielleicht verspürt habt. Weil die Stelle, das Organ im Körper zeigt immer genau an, auch um welches Thema es sich handelt. Ja? Wer gelernt hat, das senkrechte Weltbild anzuwenden, Krankheit als Weg zum Beispiel, da gibt es ein Buch, da gibt es Unterlagen und Quellen, wo man erschließen kann, welche Stelle im Körper mir genau anzeigt, um welches Thema es sich bei mir handelt. So,
Lebe in Licht und Liebe. Lass in Liebe los. Und das haben wir bereits. Und finde auch deine Lebensaufgabe. Gut, ich gehe zuerst in die Botschaft rein. Erkenne in allem einen Sinn. Erkenne in allem, was hier geschieht, einen Sinn. Wenn du das Leben als sinnvoll erlebst und positive Ziele verwirklichst, wirkt sich deine positive Grundstimmung auch auf die Funktion deines körperlichen Immunsystems aus, also auf deine Gesundheit. Sei also bereit, einen Sinn in allem zu sehen. Ein Ereignis, das dich aufrüttelt und betroffen macht, will dir etwas sagen. Komm zur Ruhe und nimm dir Zeit, über den Sinn nachzudenken. Glaube fest daran, dass das Leben dich in allem fördern will, was jetzt geschieht und auch was in der Vergangenheit geschehen ist. Aber hier kommt ein Ereignis in dein Leben, das dich aufrütteln wird. Manchmal verstehst du die Bedeutung erst viel später, wenn sich alles schon zum Guten gewendet hat. Vielleicht erkennst du dann sogar, dass dein Leben dadurch eine ganz andere Qualität erhalten hat. Besinn dich auf deine Fähigkeiten und Freiheiten, statt dich zu sorgen. Spüre, dass du ein spirituelles Wesen bist, das eine körperliche Erfahrung macht und nicht ein körperliches Wesen, das in seinem Leben nach einer spirituellen Erfahrung sucht. Die Affirmation hierzu lautet: Ich komme zur Ruhe und bin bereit, in allen Ereignissen meines Lebens, auch die jetzt auf mich hinzukommen, einen tieferen Sinn zu sehen. Ich weiß, dass mich das Leben liebt und ich öffne mich für die Liebe. Entscheide dich, ja, du sollst dich hier entscheiden zu gehen und etwas zu tun, in die Verantwortung zu kommen. Erfolgreiche Menschen treffen schnelle Entscheidungen, sind aber auch bereit, diese bei Misserfolgen umgehend zu korrigieren. Sie handeln im festen Vertrauen auf neue Lösungen. Habe auch du den Mut, dich spontan und eigenverantwortlich zu entscheiden. Du bestimmst deine Lebensumstände weitgehend selbst. Nur selten wirst du an die Grenzen deiner Entscheidungsfreiheit stoßen. Ja, und das ist immer dann, wenn du nicht auf deinem Seelenplan bleibst. Ja, wenn Gottvater dich zurückholen muss durch Dinge und Ereignisse, die dann auch nicht funktionieren. Aber so liegt die tägliche Entscheidung, ja, das, was wir an Entscheidungen zu treffen haben, in deiner Verantwortung, so wie du mit dem Leben umgehst. Sei aber auch bereit, umzukehren, sobald du spürst, dass dein Weg nicht der richtige ist. Denn Gott greift nicht in deine Entscheidung ein, er vertraut dir diese Aufgabe an. Und er greift eben nur dann ein, wenn du von deinem Weg des Seelenplans abgekommen bist. Triff deinen Entschluss mit Freude und setze dabei den Fokus auf all die Qualitäten wie Liebe, Harmonie und Lebensfreude, die in dein Leben und in das andere fließen soll. Da kannst du voll dich drauf vertrauen, dass alles gut geht. Ich bin dankbar für meine guten Entscheidungen, die ich verantwortungsvoll zum Wohle aller treffe. Ich helfe anderen gern, erfolgreich zu sein und freue mich über ihren Erfolg und ich darf mich auch über meinen Erfolg freuen. Lass in Liebe los. Dein Glaube ist wie eine Hand, die du der liebenden und weisen Schöpferkraft entgegenstreckst. Es ist die Hand, mit der du dich im Selbstbedienungsladen des Universums bedienst.
und mit der Kraft der Liebe zugreifst. Sei jedoch bereit, auch all dieses wieder loszulassen. Selbst wenn dir das manchmal nicht leicht fällt, sei voller Vertrauen, dass auch dieses zu deinem Besten geschieht. Erst das bewusste Loslassen dessen, was dir nicht mehr entspricht, was dir nicht mehr dienlich ist, was dir nicht mehr gut tut, schafft Platz für das Bessere. Ja. Wage es, alte Verhaltensweisen abzulegen, etwas zu verändern, anders zu denken, anders zu sprechen und genau dieses dann auch selbst durchzusetzen. Und auch dann durchzusetzen, wenn viele Menschen nicht deiner Meinung sind. Du wächst in deiner Persönlichkeit, indem du all das freigibst, was der Vollkommenheit nicht entspricht. Lieben heißt loslassen. Vor mir liegt ein neuer Weg des Loslassens. Ich lasse alles los, was nicht mehr zu mir gehört, und vertraue darauf, dass tiefer Friede in mein Herz einkehrt. Lebe in Licht und Liebe. Liebe ist die höchste Schwingung zwischen allem, was lebt. Sie ist die stärkste Heilkraft im Universum. Es gibt nur ein einziges Gebot, das Gebot der Liebe. Es ist das Leben selbst, das uns lehrt, Liebe zu leben. Setze deine Gedanken liebevoll für dich und andere ein. Die Hinwendung zum Licht und zur Liebe kann wunderbare Veränderungen in deinem Leben bewirken. So lebst du immer mehr dein Sein, die Qualitäten, die dich in deinem Leben weiterbringen. Geliebt zu werden macht stark, selbst zu lieben macht mutig. Je mehr Liebe du gibst, desto mehr bekommst du. Dein Leben kann nicht immer voller Freude, aber immer voller Liebe sein. Liebe trägt dich vorwärts. Liebe lässt deine Gedanken und Worte als liebevolle Energie fließen. Mit dem Wissen, dass bereits alles in dir selbst angelegt ist, schaffst du es. Fülle dich an mit Licht und Liebe. Lass Gottes Liebe voll erblühen. Dann beginnt dein Leben zu leuchten. Ja, lass deinen göttlichen Anteil in dir sich jetzt höher entwickeln, noch mehr entfalten, in sein So-Sein kommen. Und dann wirst du immer mehr strahlen. Denn alles, was ich in meinem Leben tue, trägt zu Licht und Liebe, Harmonie und Freude für mich und andere bei. Ich schöpfe aus der unendlichen Quelle der göttlichen Liebe und des göttlichen Lichtes. So, was möchte euch Maria noch mitteilen? Was möchte Maria euch heute noch sagen? Königin der Engel. Das warte, was solltet ihr heute? Okay. Es geht um Dankbarkeit. Ja, ich glaube, wir haben heute schon öfter auch über die Dankbarkeit gesprochen. Und Mutter Maria möchte euch daran erinnern, dankbar zu sein. Und euch zu sagen, indem ich meine Segnungen erkenne und würdige, öffne ich die Tür für weitere Geschenke Gottes. Ja, dass die Dankbarkeit bereitet euch auch immer mehr den Weg, die Fülle anzuziehen, ja, die Fülle in euer Leben zu holen. Und habt Vertrauen, indem ihr euch sagt, ich weiß, dass Gott in seiner unendlichen Weisheit und Liebe jetzt in diesem Augenblick
meine Gebete beantwortet. Habe Vertrauen. Habe Vertrauen auf das Universum und auf Gott Vater. Und dann sagt Mutter Maria, dass auch Ehe für euch wichtig sein kann, ja, für den einen oder anderen, das Thema Ehe. Und wir hatten das hier ja, das hatte ich eingangs angesprochen, ganz zentral am Anfang liegen, diese Verbindung, die positiv ist, die in eurem Leben ist. Und ihr sollt euch sagen, ich wähle eine gesunde Beziehung mit Gott. Ich wähle eine gesunde Beziehung mit mir selber und ich wähle eine gesunde Beziehung mit einem oder mit meinem Partner. Ja, die Ehe. Das hier auch schon, liegt schon hier für dich. Eine sehr positive, konstruktive Beziehung auf Augenhöhe. Großvater, was wollen die Einhörner dem Kollektiv noch sagen, mitgeben, raten? Ja, danke schön. Es geht um dein göttliches Potenzial. Lebe deine Bestimmung. Sei du alles, was du sein kannst. Ja? Und das ist auch die Zahl 8. Und die 8 ist im Tarot die Kraft. Und die Kraft ist die Sonne. Und bei der Sonne geht es um das eigene Potenzial. Es geht um die Lebensbejahung. Es geht um deine Vitalität, deine Authentizität. Es geht auch darum, stolz zu sein auf sich selber, was du in der Vergangenheit schon erreicht hast, was du bewältigt hast, wie du deine Frau oder deinen Mann im Leben dargestellt hast, ja? Wie du dich rübergebracht hast. Und lebe auch deine Leidenschaft. All das gehört dazu. All das gehört, deine Liebe und auch deine Leidenschaft gehört zu deinem göttlichen Potenzial. Denn in der Leidenschaft steckt sehr viel Kraft und sehr viel Energie. Und setzt diese Energie frei, die braucht ihr jetzt hier. Das ist der Schlüssel, den ihr habt. Öffne dich auch dem Überfluss. Ja, ich habe hier heute auch mehrmals von Geschenken gesprochen. Glaube, dass du den Überfluss, die Fülle verdient hast. Akzeptiere diese Fülle und Wohlstand in deinem Leben. Sagt ja zu eurer inneren Fülle und zu eurer äußeren Fülle, die auch in euer Leben kommt, wenn sie denn noch nicht dort ist. Und habe immer reine Absichten. Finde Klarheit und gebe dein Ego auf. Ja? Schaue genau, was dir wirklich gut tut, was du brauchst, welcher dein Herzensweg ist, wo es dich hinzieht, was in diesem Prozess jetzt wichtig ist. Ja, und jetzt möchte ich noch einmal in die Karten der Engeltiere gehen. Welche Botschaft sollte von den Engeltieren heute noch kommen? Dankeschön. Und das werde ich euch auch vorlesen. Und zunächst kam das Lama. Und das Lama sagt euch, sagt dir, setze klare Grenzen und verschaffe ihnen Geltung. Ja, die klaren Grenzen, das ist das, was ich eben schon gesagt habe. Dieses Ja zu mir und Nein zu den anderen
wo sie uns negativ behindern, verhindern oder belasten. Und das Lama kommt durch Erzengel Kamuel und ist eine Botschaft der reinen Liebe. Sie weist darauf hin, dass du warmherzig und offen bist und es vorkommen kann, dass andere deine Gutmütigkeit ausnutzen oder dich regelrecht aussaugen. Entscheide, was für dich noch akzeptabel ist und setze dann klare Grenzen. Weil wir alle energetisch miteinander verbunden sind, kann es ausreichen, diese Grenzen mental zu definieren. Du sollst jedoch bereit sein, ihnen bei Bedarf taktvoll Geltung zu verschaffen. Dann wird es dir leichter fallen, deinem Herzen zu folgen und sowohl mit deinen Lieben loyal, fürsorglich und geduldig umzugehen, als auch mit Menschen, die in Not sind. Nimm dir auch Zeit für positive Treffen mit Freunden und um Dinge zu tun, die dich entspannt und glücklich machen. Denn das gibt dir Energie und hält deine Schwingungsfrequenz hoch. Du wirst auch davon profitieren, dass du dich auf das kosmische Herz einstimmst, um Liebe und Unterstützung zu bekommen. Die weitere Botschaft, oh, der Hirsch, das ist schon mal gekommen. Ja, zeigt hier auch ganz eindeutig diese nächsten beiden Karten auch auf die Seelenpartnerschaft hin. Man, hier ist ein Reh und der Hirsch, die hier in Zweisamkeit beieinander sind, deren Herzen schlagen, deren Energien auf Augenhöhe auch schlagen und zusammenwirken. Das soll sich hier finden. Und es geht darum, wenn wir noch umdrehen, Erzengel Michael und Faith sagen dir, vertraue auf die Unterstützung des Universums. Da gehen wir auch nochmal rein in den Text. Und ich lege euch den Hirsch nochmal hin, denn das ist wirklich eine sehr wunderbare und liebevolle Karte. Und die kam neulich schon mal. Insofern hat die auch ganz besondere Bedeutung. Die Hirschkarte ermahnt dich, darauf zu vertrauen, dass das Universum über dich wacht und dich unterstützt. Sie rät dir, dich auf deine tiefinnerste Intuition zu verlassen und dich ihrer Führung anzuvertrauen. Hirsche bringen dir eine Botschaft des Gleichgewichts und der Ausgeglichenheit, denn du bist angewiesen, dein übersinnliches Wissen einzusetzen und gleichzeitig deine Würde und göttliche Herrlichkeit aufrechtzuerhalten. Wenn es Frühling ist, wenn du diese Botschaft bekommst, warten neue Hoffnung und neue Zuversicht und auch eine neue Richtung auf dich. Du bist aufgerufen, auf die aufzupassen und denen zu helfen, die schwächer sind als du. Und Erzengel Michael wird dir beim Erfüllen dieser Aufgabe behilflich sein. Er erinnert dich daran, dass wir alle eins sind und dass du, indem du anderen hilfst, dein geistiges Wachstum förderst und letztendlich auch das dieses Planeten Erde. Ja, gute Botschaften. Und die dritte Karte war die Kuh, ja, das Engeltier, die Kuh, Erzengel Maria und Raphael möchten euch ja noch eine Botschaft mitgeben. Und zwar geht es: Gib mit bedingungsloser Liebe und Anmut. Also gebe. Gebe mit bedingungsloser Liebe und Anmut.
So. Und die Botschaft hierzu lautet, es geht um das Geben. Diese Karte fordert dich auf, dich auf die gemütlichen, mütterlichen, nährenden und beständigen Aspekte deines Wesens einzulassen und sie mit der starken, beschützenden Energie auszugleichen, die ein Teil von dir ist. Du bist angewiesen, in deiner Mitte und ins Gleichgewicht zu kommen. Sorge dafür, dass du jederzeit gut geerdet bist. Nimm dein Leben genau unter die Lupe und schau, wie du deine weiblichen, freigebigen, fürsorglichen und wohlwollenden Eigenschaften auf vernünftige, beständige und geerdete Weise entwickeln kannst. Steh zu deiner Macht und zeige, was du dir selbst treu sein kannst. Erkenne, dass du wirklich liebenswert bist, egal wie andere dich behandeln. Sei dir bewusst, dass du ein einzigartiges, ganz besonderes Wesen bist und habe Mitgefühl für diejenigen, die weniger Einsicht und Verständnis haben als du. Und wenn hier die weiblichen Anteile des Menschen angesprochen sind, dann gilt das sowohl für dich, männlich oder weiblich. Es gilt für dich, weil jeder Mensch, ob männlich oder weiblich, hat männliche und weibliche Anteile, die es zu entwickeln gilt. So, und jetzt kommen wir noch einmal, und das ist der Wille von Gott Vater zu den Energieportale. Aktivierungskarten, die euch hier noch eine Botschaft übermitteln sollen. Großvater, welche Botschaft ist heute noch wichtig? Was sollte dem Kollektiv noch gesagt werden? Ja, es sind sogar drei Botschaften gefallen, und da dies mein Auftrag ist, werde ich diesen auch erfüllen. Es geht um das Akasha-Sternentor, das sich für dich jetzt hier öffnen möchte. Ja, ich muss hier nochmal gerade einen ganz kleinen Augenblick. Das Akasha-Sternentor. Da geht es darum, mit einer Aufgabe verbunden zu sein, sich mit einer Aufgabe zu verbinden. Du bist am Scheideweg. Du bist am Scheideweg und du sollst jetzt schauen, hier dich zu entscheiden und vorwärts zu gehen. Wann immer sich dir das Akasha-Sternentor zeigt, liegt es daran, dass du an einem kritischen Punkt deiner Lebensreise angekommen bist. Du hast die Möglichkeit, dich in eine bestimmte Richtung zu bewegen, und du musst eine Entscheidung treffen. Das kann sich überwältigend anfühlen, und vielleicht wirst du auf etwas oder jemanden warten wollen, der dir diese Entscheidung abnimmt, für dich treffen soll. Doch du bist nicht hier, um einen festgelegten Weg zu gehen. Vielmehr bist du hier, um den Weg selbst zu wählen. Die nächste Phase deiner Reise kann sich erst dann entfalten, wenn du entscheidest, welche Richtung du einschlägst. Und wisse, egal welche Entscheidung du triffst, du wirst immer auf dem richtigen Weg sein. Egal wie du dahin kommst,
Du wirst immer an einem ähnlichen Punkt landen, weil sich die Dinge so lange wiederholen werden, bis du dich für den Weg, für die Richtung entscheidest, selber entscheidest, der für dich vorgesehen ist, der Bestimmung ist, der in deinem Seelenplan verankert ist. Außerdem wisse, dass Aufgabe nichts damit zu tun hat, deine Pflicht zu erfüllen. Vielmehr geht es darum, das Leben zu leben und Freude zu empfangen. Also hier wird nochmal ganz klar darauf hingewiesen, dass du natürlich dich auch dafür entscheiden kannst, hier krank und kummervoll in deiner Ecke oder auf deinem Sofa sitzen und liegen zu bleiben. Das ist deine Wahl. Aber dann wirst du aus dieser Situation nicht rauskommen. All das, was ich hier heute beschrieben habe, wird sich so lange wiederholen, bis du sagst, und jetzt ist Schluss, ich will das nicht mehr. Ich will nämlich dahin, was mir gut tut, wo ich Frieden finde, wo ich Glück finde, wo ich wertgeschätzt werde, bei Menschen, bei denen ich mich wertgeschätzt fühle, die mich so sehen und anerkennen, wie ich will. Und genau diese Entscheidung triffst du jetzt. Und es ist deine Entscheidung, sich für den positiven, glückbringenden Weg zu entscheiden oder aus Bequemlichkeit oder Ängsten, die ja durchlaufen werden sollen, sich stecken zu bleiben in dieser alten Situation. Das ist deine Entscheidung. So, und dann haben wir die Todd-Licht-Codes, Lichteinweihung. Auch da werde ich reingehen. Ja, einen Moment. 168. Es geht um das Erwachen des großen Lehrers. Es geht um göttliche Magie. Göttliche Magie soll in dir erwachen. Die Botschaft dazu lautet: Es ist ein Segen für dich, mit Todd verbunden zu sein. Du durchläufst gerade eine intensive Reihe von Lichtinitiationen, die dich darauf vorbereiten, mit Liebe zu führen und zu lehren. Um diesen Prozess zu vollenden, wirst du alte Ideen und Vorstellungen loslassen müssen, um dich mit deiner wahren inneren Kraft zu verbinden. Lass dich nicht von der intensiven Energie beunruhigen, die dich in diesem Moment umgibt. Die Konfrontation mit den Schattenaspekten deines Selbst und deiner Geschichte ist essentiell für die Verbindung mit der göttlichen Magie. Also, das bedeutet, es ist immer Licht und Schatten da. Hochentwickelte Lichtwesen sind hier, um dir den Weg zu zeigen. Wenn du zurzeit irgendwelche Bedenken oder Ängste hast, liegt das daran, dass du an der Schwelle zu etwas extrem Mächtigem bist, zu etwas sehr, sehr Mächtigem und Starkem, an der Schwelle, das du in dir entwickeln sollst. Da an der Schwelle zu sein. Ja, wir sprachen gerade von der Entscheidung, die du jetzt treffen musst. Du musst hier eine Entscheidung treffen. Und es liegt ganz an dir, wie sich für dich dein Weg weiterentwickeln wird. Ja, ob du weiterhin traurig, kummervoll, dich nicht weiterentwickelst oder ob du dich entwickelst, immer näher zu deinem göttlichen Sein, wo ja jede Seele auch hin möchte. So, und dann habe ich hier noch den Seelenstern, die Seelensternaktivierung. Und da geht es um
Seelenverträge, die sich erfüllen sollen. Es geht darum, sich daran zu erinnern, wer man ist. Ich suche gerade den Text. Wer bist du? Erinnere dich daran, wer du bist. Die Aktivierung des Seelensterns. Der Stern der Klarheit. Ja? Der Stern bedeutet auch immer die Klarheit. Es geht darum, durch deine früheren Inkarnationen hast du viel über das Innenleben deiner Seele und die Zyklen des Karmas gelernt. Vor dieser jetzigen Inkarnation hast du die große Absicht gefasst, dich deiner göttlichen Herkunft zu erinnern. Jetzt befindest du dich in einer starken Position, denn du erinnerst dich daran, wer du wirklich bist. Und du weißt, dass du viel in deinem Leben, dem Leben der Menschen, die du liebst, und natürlich in der Welt bewegen kannst. Dieses Erinnern geschieht in Übereinstimmung mit den Seelenverträgen, denen du vor deinem Eintritt in die physische Welt zugestimmt hast. Falls du dir Sorgen machst, ob du die richtigen Entscheidungen triffst, wisse, dass alles, was du bisher gewählt hast, mit dem evolutionären Plan deiner Seele übereinstimmt. Alles war richtig, wie es geschehen ist. Alles sollte so sein. Und insofern nimm alles an, was deine Vergangenheit betrifft. Wenn du dieses Portal ziehst, öffnest du dich auf einer höheren Ebene. Ihr Lieben, ich habe noch eine Botschaft für euch von Jesus Christus, meinem himmlischen Vater, für euch heute hier zum Abschluss, Großvater und Papa. Welche Botschaft sollte hier heute dem Kollektiv noch mitgegeben werden? Und so, hier kommen diese ganz wunderbaren, lichtvollen Botschaften heute zum Abschluss von Jesus Christus für dich. Der möchte dir sagen, halte an den Tagen, an denen deine Pläne durchkreuzt werden, nach mir Ausschau. Vielleicht tue ich gerade etwas Wichtiges in deinem Leben. Etwas, das ganz anders ist als das, was du erwartet hast. Mein Licht scheint am hellsten durch Menschen, die mir in der Dunkelheit vertrauen. Ja, also immer zu vertrauen, gerade wenn sich dein Leben im Moment nicht so, also dunkler darstellt, als du dir das wünschst. Und es soll dir gesagt sein, für Jesus Christus, deine Gedanken sind kostbar für mich. Ich lächle, wenn du voller Liebe an mich denkst. Halt inne, wenn alles schief zu laufen scheint und rufe dir in Erinnerung, dass du zu mir gehörst und in allen Dingen mir vertrauen kannst. Bring die Dinge zu mir, die dich belasten, und überlasse sie meinen fähigen Händen und erledige dann einfach das Nächste, was zu tun ist. Und ruhe dich bei mir aus. Ich habe die Zeit auch als Schutz für dich geschaffen, damit du dich ausruhen kannst. Du könntest es nicht ertragen, wenn du dein ganzes Leben auf einmal überblicken würdest. Ja, und das ist der Grund, weshalb zeitlich alles nacheinander geschieht. Und
Auch für diejenigen, die gerne einen Blick in die Zukunft werfen, dadurch klar werden sollte, dass die menschliche Seele es nicht ertragen könnte, all das zu sehen, was in der Zukunft geschieht. Ja? Und wir sollen uns ja durch unsere Entscheidungen auch entwickeln. Das, was wir, was genau jetzt hier ansteht, in dem Kollektiv, das diese Legung sieht, stehen Entscheidungen an, die sehr, sehr wichtig ist. Und wenn wir das Ergebnis dieser Entscheidung wüssten, bräuchten wir uns nicht mehr zu entscheiden. Und das ist der Grund, weshalb wir nicht alles wissen sollen. Weshalb der Inhalt unseres Seelenplanes durch die Geburt mit einem Schleier des Vergessens bedeckt wurde. Als letzte liebevolle Nachricht kommt zu dir. Lass dich von meiner Liebe durchströmen, die deine Angst und dein Misstrauen wegwaschen will. Ich habe dir versprochen, immer bei dir zu sein, und dies garantiert dir, dass du nie allein mit etwas fertig werden musst. Und das wollen dir Jesus Christus, aber auch Gott Vater gemeinsam bestätigen und versichern. Und in diesem Sinne, meine Lieben, alles, alles Liebe und Gute für euch. Herzensgrüße von mir zu dir. Und bis zum nächsten Mal, euer Engel Christiane.